vergessen nie. Okay, mal eben ganz kurz Klartext, Leute. Ganz kurz Klartext. So, es gibt jetzt hier unter euch einen Spaßvogel. Es gibt jetzt hier unter euch einen Spaßvogel. Und das lasse ich jetzt auch mal zurückverfolgen. Es gibt jetzt einen Spaßvogel, der hat jetzt hier ein Taxi hingestellt. Da ist mal ein Taxifahrer, der im Grunde, ja, einen Fahrgast abholen wollte. Und der hat jetzt hier eine Fahrt hingehabt. Okay. Und der hat jetzt hier eine Fahrt gehabt. Der ist jetzt hier hingekommen. Jetzt habe ich mit dem Taxifahrer gesprochen. Er sagt, es ist ein Anruf reingegangen, dass eine Taxifahrt bestellt wurde. Okay. Ich bin ja nicht doof, Leute. Also du, der das jetzt gemacht hat, du schaust ja jetzt auch zu. Okay. Also es wird jetzt Folgendes gemacht. Also du kannst es dir jetzt gleich überlegen. Die Person, die das gemacht hat. Du guckst gerade zu. Also ich habe jetzt Kontakt mit der Zentrale aufgenommen. Mit dem Taxifahrer zusammen. Und der Anruf wird auf jeden Fall jetzt übergeben. Pech gehabt, sag ich mal. Der Anruf wird jetzt übergeben und es wird jetzt geschaut, wer der Absender ist, wer der Angerufene ist. Und deswegen bitte ich dich auf jeden Fall mal, dass du mit mir in Kontakt aufbaust. Weil sonst ist es doof. Weil sonst haben wir beide ein Problem. Deswegen, also du kannst mir gerne E-Mail schreiben. Der Ghostwalker, entschuldige dich bitte einfach. Auf jeden Fall. Einfach nur mir entschuldigen. Dann lassen wir das Ganze sein. Aber ansonsten, wenn wir beide ein Thema kriegen, sag ich dir jetzt schon. Das ist dumm. Sowas ist dämlich. Das ist Kindergarten, ne? Okay, also wie gesagt, geh einfach auf ghostwalker.de. Da kannst du mir E-Mail schreiben. Sagst einmal Entschuldigung. Damit hat sich das Thema gegessen. Ansonsten müssen wir das wirklich machen jetzt, ne? Dann müssen wir das wirklich mal, welcher mit der Zentrale abklären. Auf jeden Fall. Dass sie dann gucken, wer der Anrufende ist. Das kriegst du bei einer Rufnummer raus, ne? Also ohne Probleme. Und dann sei einfach verkackt. Hier war ja auch schon mal ein Spaßvogel, der uns ja auch schon mal eine Pizza hier hinbestellt. Aber wenn man so dämlich ist und dann eine Pizza hier hinbestellt, mit der eigenen Rufnummer noch, die dann noch auf dem Bestellschein drauf ist, dann sage ich, das ist richtig dumm und dämlich. Da stand nämlich noch die Rufnummer drauf von dem Vogel, der die Pizza bestellt hat. Und unglaublich, wirklich. Hammer. Unfassbar. Wie kann er so dämlich sein? Sag ich mal ganz ehrlich. Wie kann man so dämlich sein? Ich würde einfach sagen, schreib mir eine Mail, ghostwalker.de. Damit hat sich das Thema erledigt. Ansonsten gehen wir einfach eine Stufe weiter. Da habe ich mich gar keinen Bock auf sowas. Denn sowas finde ich nämlich absolut dumm. Also das beweist eigentlich für mich eigentlich nur, wie dämlich manche Menschen sind. Tut mir echt leid. Ja? Wie blöd muss man sein? Ja, die Pizza wurde damals bezahlt sogar noch. Ne? Wie doof muss man sein? Ganz dämlich. Dämlich, dämlich, dämlich. Unreif, das ist unreif. Erste Haar auf den Sack. Glauben, die Welt jetzt irgendwie verändern zu können. Aus den Fugen zu reißen. Bist man mir an der falschen Stelle, Junge. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Bist man mir an der ganz falschen Stelle. Okay, sowas ist Kindergarten, ja? Okay. Mich nervt das einfach. Wisst ihr was? Mich nervt es jetzt nicht, dass ich runtergerannt bin. Darum geht's nicht. Mir nervt es nur einfach, dass die Firma jetzt da Unkosten hat. Die im Anfangsweg, der wird berechnet. Und denen sind jetzt Unkosten entstanden. Und diese Unkosten stehen jetzt noch im Raum. Ich muss sie nicht zahlen, ich habe nicht angerufen. Aber die Unkosten werden jetzt auf den Anrufer umgewälzt, der angerufen hat. Das ist der Punkt, ja. Darum geht es. Es geht jetzt um die Kostenfrage und um die Rechnungsstellung. Das heißt, der Typ muss auf jeden Fall ja, eine Rechnung jetzt bezahlen für die Anfahrt des Taxifahrers und Rückfahrt. Darum geht es jetzt gerade, ja? Okay.
Und die Rechnung wird dir in Rechnung gestellt. Tut mir leid, dein Fehler. Deswegen kannst du dich einfach bei mir melden, dann klären wir das mit der Summe. Ansonsten gebe ich das eine Stufe weiter. Adresse ist öffentlich, weil ich eine Impressumspflicht habe, weil ich ja steuerlich auch absetzen muss. Ich muss ja auch Steuern machen. Ne? Deswegen. Ansonsten gebe ich das eine Stufe weiter. Gar kein Problem mit. Also das ist so ein dumm jungen Streich, muss man manchmal ein bisschen drüber nachdenken. Deswegen, es gibt jetzt eine Kostensache und die hast du jetzt zu tragen, mein Lieber. Sonst haben wir beide ein Problem, Schnuggi. Okay, so, weiter geht's. So, okay, die Spur läuft wieder. Okay. Ich habe eine Impressumspflicht, Bruno. Ich habe eine Impressumspflicht. Ich bin impressumspflichtig. Und wenn ich was steuerlich mache und ich muss das steuerlich machen, muss ich das halt zahlen. Ne? Freitag, Cherry Train. Danke für den Euro. Freitag, ne? Freitag wird's enthüllt. Okay. Okay. Ja, Eigentor, würde ich auch mal sagen, ne? Okay, also ich muss jetzt erstmal gucken. Ich habe wirklich ja erst jetzt auch gedacht so, hey, vielleicht war das jetzt irgendwie die Sitzung, die Gläserrückensitzung, wo ich jetzt hier irgendwie so eine, sag mal jetzt irgendwie eine Info bekomme. Aber Sitzung sagt er selber so, hey, nee, ich bin's nicht. Die hat es wohl wirklich, glaube ich, irgendwie selber im Traum verarbeitet. Aber erst hieß es so, ja, aber dann, ich habe da das Gefühl gehabt, als wenn die, dass wenn Frauke in dieser Gläserrückensitzung das selber irgendwie mitbekommen hat, dass sie irgendwie das mit, ihr kennt das ja, wenn ihr pinkeln müsst, Leute, kennt ihr das ja auch, dass sie sowas im Traum mit verarbeitet. Ich glaube, die ist wirklich gerade in dieser Situation, dass sie selber der Meinung ist, dass sie noch gar nicht tot ist. Dass die wirklich in dem Gefühl hat, ich lebe letzten Endes noch. Ne? Okay, so, wir werden nochmal weitergehen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier kein Problem mit der Sitzung. Ich hoffe es. Ich frage mich nur, wie dumm muss man sein, Leute? Wie dumm muss man sein? Dämlich pubertierend. Also wie gesagt, schreib mir eine Mailkeule, dann regeln wir das. Ansonsten geht es eine Stufe weiter. Leider Pech gehabt, Tante. So. Und wenn ihr mir was bestellt, Leute, bitte eine schöne Pizza. Das wäre schon ehrenhaft. Eine schöne Pizza bestellen und die auch vorbitte bezahlen. So, jetzt habe ich nämlich, jetzt hoffe ich nämlich, wegen dir Vollpfosten, dass ich hier den Kontakt noch kriege, weil das ist unehrenhaft. Weil ich will hier gerade jemand helfen und dann in so eine Kacke hier reinzurutschen wegen dir, du. Du sollst mal die Löffel langziehen. Okay, ich hoffe jetzt, ey, dass ich den Kontakt kriege. Sonst bin ich echt stinkig. So. Ich bitte nochmal zutiefst aufs reinster Seele. Die geistige Welt nochmal mir einen Kontakt aufzubauen. Ich möchte gerne nochmal Kontakt zu Frauke haben. Ich bitte dich aus tiefstem Herzen, Frauke, mit mir nochmal in den Kontakt zu gehen. Wenn du da bist, Frauke, würde ich mich sehr freuen. Es tut mir sehr leid für die Sitzung gerade. Wenn du da bist, melde dich bitte, Frauke. Das liegt mir sehr am Herzen gerade. Ich bitte nochmal die geistige Welt, mich anzunehmen, mit mir nochmal in den Kontakt zu gehen. Ich bitte aus reinstem Herzen nochmal, dass Frauke mit mir in den Kontakt geht. Ich muss erstmal gerade gucken, dass ich ein bisschen open-spaced werde und open-mind werde und ein bisschen runterfahre, weil sonst kriege ich nämlich selber keinen Kontakt.
Bitte nochmal die geistige Welt hier und jetzt bitte mit mir in den Kontakt zu gehen. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe vorzeitig die Sitzung beendet. Ich weiß, das war nicht gut. Aber meine Umstände hier haben es leider nicht anders hergegeben. Würdest du mir noch eine Chance geben, Frauke, bitte? Okay, bewegt sich. Danke dir. Ich würde dir gerne eine Kontrollfrage stellen, damit ich weiß, wer du bist. Dass du es auch wirklich bist. Wo befindest du dich gerade? B. E. T. T-Bett. Okay. Ist dir warm oder kalt, Frauke? Nochmal die zweite Kontrollfrage. K. A. L. T. Kalt. Tut mir gerade leid. Das wollte ich nicht vorhin. O. K. Du bist noch im Bett, Frage. Seit wann bist du denn da? G, E, S, T, E, R. Gestern. Kannst du dich mal anschauen für mich, bitte? Ja. Kannst du mal deinen Körper anschauen, dein Gesicht? Siehst du dein Gesicht, Frage? Ich möchte gerade nicht wissen, was sie sieht. Was siehst du, Frauke? M, E, C, mich. A, B, E. Nicht aber. Was aber? M, E, I, mein, G, E, S, C, H, mein Gesicht. Was ist mit deinem Gesicht? I, S, T. Mein Gesicht ist, was ist dein Gesicht? Was fällt dir auf, Frauke? E, C, H. H, A, N, N, ich kann, M, I, C, H, ich kann mich, E, I, G, E, N, T, L, I, C, H, ich kann mich eigentlich. N, I, die wird nervös. C, H, T, die wird nervös. S,
E-H-E. Ich kann mich eigentlich nicht sehen. Frauke. Du hast recht, du kannst dich eigentlich nicht sehen. Boah, beruhig dich bitte. W-A-S. Wow. I-S-T. Boah, ich kann nicht so schnell. Was ist los? Beruhig dich bitte. Boah, ich finde das gerade voll schlimm. Verstehst du jetzt, warum wir reden können, Frauke? Weißt du jetzt, warum wir reden können? Ja. Warum können wir reden, Frauke? Ich zitter ein bisschen. Weh. E. E. L, weil. E. C. H, weil ich. T. O. D, weil ich tot. B. E. N, weil ich tot bin. Jetzt weißt du, worum wir reden können, Frauke. Kannst du dich mal umschauen, bitte? Kannst du irgendwie ein Licht erkennen irgendwo? Glas zittert. Wow. Wow. Ja, ich zitter auch schon. Für mich gerade voll anstrengend, ja. Vertraust du mir? Frauke, vertraust du mir? Ja. Geh mal zu dem Licht, bitte. Oh. Wow. Ich merke die Angst gerade. Und D. A, N und dann, geh mal hin bitte. Wie fühlt sich das an? W, A, R, warm. Spürst du noch was? L, I, E, B. Ey, Liebe, vertraust du mir? Ja. Gehst du rein? Geh rein. D, A, N, K, danke, danke. Oh, ich krieg gleich fast ein Tränchen im Auge. Danke. Bitte. Boah, ich habe fast Tränen im Auge, Leute. Wow. Ich habe fast Piss in der Auge, ey. Alter Lachs. Wow. Ey, ich habe Tränen im Auge, ey. Hammer, ey. Krass, Scheiße.
Ey, Hammer, ihr könnt euch das Gefühl nicht vorstellen, was ich gerade habe. Boah, leck mich am Arsch. Man kriegt gerade die Nase zu, super, gerade zu in die Nase. Ey, ich habe gerade so viel, so ein Strömen, ey, von Glück gekriegt, das ist der Hammer. Krass, Scheiße. Ich bin nicht gewöhnt, Leute, echt nicht. Weiß bin ich nicht gewöhnt. Ich kenne eigentlich nur chaotisch. Hätte ich nicht gedacht, ey. Echt nicht. Ich habe bei dem Auge, wenn ich komme, Leute. Ich habe nur bei dem Auge. Leck mich am Arsch, Alter. Boah. Leck mich am Arsch. Ich habe nur bei dem Auge. Schau mal. Ist nur bei dem Auge drin. Mehr ist nicht. Scheiße gedrisse, ey. Oh Gott. Oh. Muss das erstmal sacken lassen, Alter. Ich muss erstmal sacken lassen. Wenn ich die Nase ein bisschen zu habe, ist nicht wund. Nicht ist normal bei mir. Wisst ihr, Leute, das sind Momente, warum ich das mache. Das sind diese, genau diese Momente, warum ich den ganzen Kack mache. Immer die Hoffnung, dass du irgendwie sowas mal wieder bekommst. Boah. Krasse Nummer, Alter. Ey, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Ey, ich habe das voll fühlen können, ne? Ich habe das ohne Witz, ich habe das voll fühlen können. Ich habe diese Angst gespürt. Erstmal danke, Danny Delicious. Danke für die 666. Lass dich ganz toll knuddeln. Ganz lieben Dank. Leute, ich habe das spüren können, ne? Danke, Martin. Ein Herz, danke dir. Schattenwürfeln, danke. Ganz lieb. Pimsuse, danke. Christine X, danke. Ey, wirklich ohne Scheiß. Ich habe das echt gespürt, ne? Hört sich irre an, aber ich konnte das spüren. Ich habe den Schock gespürt, Leute. Ich habe echt den Schock gespürt bei ihr. Wo die realisiert hat, ey. Ey, was muss das für ein Schock sein, Leute? Und wenn nicht mal, du bist der Meinung, du lebst noch, aber dabei bist du schon gar nicht mehr lange, schon gar nicht mehr da. Ja, das muss ein Schock sein, glaube ich. Ich hab ohne Witz, ich hab das spüren können. Ich hab das richtig spüren können bei ihr. Nee, war nicht das erste Mal, Gott. Ich glaube, dritte Mal erst oder so. Und das in einem Jahr oder so, weißt du? Tor, da kann man sich nur wünschen, dass jemand so begleiten kann in dem Moment. Ey, ich glaube, wie oft ist das passiert? Ich glaube, dritte Mal oder so, oder? Oder was meint ihr? Weil dreimal ist das erst passiert, oder? Ich glaube, dritte Mal ist das jetzt erst gewesen. Das ist echt selten, Leute. Dritte, ne? Ja. Und immer das in einem Jahr. Also, das ist. Aber das, Leute, genau das sind die Sachen, die ich schön finde. Wirklich. Die nett sind, die positiv sind, weißt du? Nicht immer nur das Böse. Hammer. Also die hat wirklich jetzt von oben sich gesehen, ne? Die hat das schon realisiert nachher. Die hat sich nur wohl irgendwie ge gedacht, die hat geträumt und hat dann schon realisiert. Ich glaube, die hat erst realisiert, wo ich gesagt habe, schau dich doch mal an. Ich glaube, dann hat die erst kapiert, dass die tot ist. Wo die ihr Gesicht gesehen hat und festgestellt, das Gesicht sieht nicht mehr jung aus. Oder sie sieht schon tot aus. Wer weiß, ob die jetzt gesehen hat, dass ihre Augen offen stehen. Oh, danke, Seltan. Werde ich regeln. Ich hätte das jetzt auch nicht mit dem Gläserrücken gedacht, wisst ihr? Das ist eigentlich, wo ich gesagt habe, ey, das passiert doch nicht da. Ich verstehe es gerade selber nicht selber gut, weißt du? Weißt du, und dann gibt es dann die Menschen, die sagen, ja, das ist doch Schwachsinn. Ja, nur weil ich jetzt mit Sneaker rumrenn, tätowiert bin, passt das nicht oder was? Oh, das nervt mich. Das nervt mich dann, weißt du? Weil du, wenn du dann in so eine Schublade gesteckt wirst, tätowiert, Sneakers, Glatze, geht nicht, weißt du? Wird da gleich in eine Schublade gepackt irgendwie. Finde ich doof. Finde ich doof. Nee, das stimmt nicht. Reachers sind nicht nur fürs Böse. Die haben nur alle falsch, sind alle nur falsch getriggert. Die sind alle nur falsch getriggert irgendwie, die Boards. Danke, Jenny. Dito. Also das war auf jeden Fall eine ältere Frau. Nee, Kada ist gerade nur jemand ins Licht geführt worden über eine Sitzung, die gestorben ist und die es noch nicht gewusst hat, dass sie tot ist.
Das ist der Punkt, ne? Die hat es noch nicht gewusst, dass sie verstorben ist. Aber wie heißt so schön, Liebe ist die stärkste Macht, die wir haben, ne? Liebe ist die stärkste Macht, die es gibt. Das ist so. Stärkste Macht, die es gibt. Aber ach, guck mal, so Banjo arbeitet nur Speeds, dann kennst du das, ne? Es ist eine schöne Arbeit. Definitiv. Das ist eine schöne. Da kommen die Tränchen, ne? Boah, schlimm. Habe ich auch gerade. Muss ein bisschen mich gerade zusammenreißen. Ist die stärkste. Ja, weißt du, hier fragt gerade auch Sammy, hätte gerne mehr gewusst, wer sie ist. Ja, weißt du, ich möchte die Menschen jetzt auch nicht da, die noch nicht wissen, dass sie verstorben ist, irgendwie da jetzt noch lange hinhalten, erst noch ausquetschen. Was trägst du für Kleidung? Wo wohnst du? Das finde, das macht man nicht. Ich finde, wenn du dann die Möglichkeit hast, jemand da schon zu helfen, dann sollte man das schon machen und nicht dann irgendwie, ja, sie da noch vorher ausquetschen. Das wäre nicht gut. Das fände ich nicht richtig. Jetzt noch. Das wäre das Beste, so hast ein Messer bei jemand schon in der Brust und fragen noch, sag mir noch mal deine Telefonnummer, was isst du denn gerne? Das geht nicht, das kann man nicht machen. Alter weiß ich nicht, die wird auf jeden Fall schon alt gewesen sein. Frauke ist, ich denke, ich kenne auch keine Frauke, ich denke, ist schon ein alter Name. Die Frage ist immer, wann ist sie gestorben? Ne? Das kann auch wirklich schon sein, dass das schon ganz viele Jahre ist. Das kann auch schon sein. Dass das auch gegebenenfalls irgendwie so ist, dass das, ich sag mal, lange her ist. Wir wissen es einfach nicht, ne? Wir wissen es nicht. Muss mal eben ganz kurz schauen. Warte mal bitte. Irgendwie kommt hier heute ganz viel. Muss mal kurz eine WhatsApp schreiben, Leute. Tut mir ganz leid. Geht gerade nicht anders. Okay, warte mal. Ich muss mal dringend eine Nachricht schreiben. Okay, habe ich eben. Ha, wartet mal bitte, Leute. Wartet mal bitte. Mich wundert gerade etwas. Wartet bitte. Bin gerade selber ein bisschen ratlos. Ha, ich muss mal ganz kurz eben auf eine Antwort warten. Ganz wichtig. Hä? Sekunde bitte, Leute. Bin sofort bei euch. Irgendwie kommt heute so ein bisschen eins zum anderen. Warte mal bitte. Danke, Sins, für den Sub. Mega lieb von dir. Bin sofort bei euch, Leute. Tut mir leid. Okay. So. Okay, wird jetzt auf jeden Fall, wenn ich das jetzt mal so mache. Okay, Klartext, Leute. Okay. Okay, Klartext, ganz wichtig. Okay. So, wir machen mal eben was. Wartet mal ganz kurz. Okay. So, folgendes. Ganz wichtig, jetzt wird es eine Nummer härter. Okay. So, ich setze mich hin. Klartext, Leute. Okay. Jetzt geht es definitiv, tut es mir so leid. Jetzt geht es eine Nummer weiter. Okay. So, ich weiß nicht. Okay. So, ich weiß nicht. Du schaust das gerade, Keule. Du schaust dir das gerade an. Ja? Okay. Du schaust dir das gerade an. Ich weiß nicht, inwieweit du involviert bist in meine Situation. Ich weiß, dass du das gerade guckst. Ist gut, dass du das guckst, sage ich jetzt schon. Ist gut, dass du das guckst. Ich weiß nicht, inwieweit du involviert bist, dass mein Halbbruder leider bei der Polizei arbeitet. Ich weiß nicht, inwieweit du da schon involviert wirst. Ich weiß auch nicht, inwieweit du involviert bist, auch denn, wenn du mit unterdrückten Rufnummern anrufst, dass es trotzdem zurückverfolgt werden kann. Ich weiß nicht, ob du so weit schon gedacht hast in deinem Leben. Der Punkt, wo meine Familie angerufen wird, ist bei mir ein Schlussstrich. Ein knallharter Schlussstrich. Das sage ich dir ins Gesicht. Schau mir in meine Augen, Kollege. Das ist für mich ein knallharter Bruch. Und diesen Bruch toleriere ich niemals. Schau mir in meine Augen, Kollege. Wenn schon meine Familie mich jetzt anruft und mir sagt, sie soll mich bitte dringend anrufen mit unterdrückten Nummern, dann sage ich dir jetzt, an dieser Stelle hast du Scheiße gebaut, Kollege. Hast du echt Scheiße gebaut. Denn jede Nummer kann zurückverfolgt werden. Ich weiß nicht, ob du darüber bewusst bist. Ich weiß es nicht. Aber damit hast du eine Grenze überschritten. Sage ich dir jetzt schon, wie es ist. Denn das macht niemand. Niemand. Schwöre ich dir, ich krieg dich. Garantiert. Und dann. Bastard. Okay. Okay, so.
Definitiv. Okay. Denn das ist eine Grenze, die überschritten ist, ne? Okay, also A, ihr fühlt, also es ist immer, die Leute fühlen sich immer so anonym. Die Leute fühlen sich immer so anonym im Netz. Ihr seid nicht anonym. Das ist ein riesen Denkfehler, den ihr habt. Ihr seid nicht anonym. Niemals seid ihr anonym. Egal, was ihr glaubt, was ihr schreibt, wenn ihr hier was in den Chat schreibt, das wird immer protokolliert, Leute. Wenn mich hier jemand beleidigt, das wird immer protokolliert. Immer. Wenn mich hier einer beleidigt, klicke ich drauf. Ich kann das lesen, Leute. Ich kann das weitergeben. Ich weiß nicht, ob Menschen so weit denken können. Ich kapiere es einfach nicht. Es gibt keine Anonymität, Leute. Es gibt es nicht mehr bei uns. IP-Adressen, alles. Es wird alles protokolliert auf Servern, alles. Bei einer Telefonzentrale, es kann immer alles zurückverfolgt werden. Ich weiß nicht, wie dumm muss man sein. Wie dumm muss man sein? Wahnsinn. Wie dumm muss man sein, Leute? Das ist Knaller. Also das ist wirklich unterste asoziale Schublade. Sag ich dir ins Gesicht. Wenn ich dich kriege, Keule. Dann schauen wir weiter. Auf jeden Fall. Kein hier mitgeliefert, ne? Kein hier mit. Nee, ich lasse es über meinen Halbbruder laufen. Deswegen. Und weder hast du aber noch eine Möglichkeit. Kannst du mir gerne eine Mail schreiben? Mach eine Entschuldigung. Ansonsten gebe ich das einfach eine Stufe weiter. Ich krieg dich, Kollege. Sekunde, Leute. Ich krieg dich, Kollegen, sag ich dir, ich schwör's dir. Okay, so, also, ich habe jetzt drei Pizzalieferanten unten gehabt, drei verschiedene. Aber was der Kollege nicht weiß, du hast online bestellt und online gibt es eine IP-Adresse und das werde ich morgen der Polizei übergeben. Okay. Es wurde nämlich an eine Frauke bestellt. An eine Frauke. Und im oberen Geschoss. Also habe ich jetzt drei Pizzerien unten gehabt, bediene aber das Internet. Okay, da ist jetzt ein Fehler. Weil deine IP-Adresse wird übergeben, Kolle. Und die IP-Adresse ist wieder zuordnenbar auf dich als Person. Und Bestellung 94, Bediener Internet. Hab leider den Zettel gekriegt. Und da steht auch die Rufnummer, wo ich nicht glaube, dass es deine echte ist. Ist ja auch nicht wurscht. Aber da du das übers Internet bestellt hast, ist deine Internetadresse bei. Deine IP-Adresse. Und die brauche ich morgen eigentlich nur abgeben bei der Polizei. So, jetzt habe ich nämlich auch noch die Nummer vom Fahrer bekommen, und der Pizzalieferant, wie der heißt. Und da werde ich dann morgen anrufen und werde dann einfach das mit der Polizei dann abwickeln. Und dann musst du die Kosten zahlen. Tut mir leid. Wenn du übers Internet bestellst, ganz ehrlich, wird immer eine IP-Adresse übermittelt, Leute. Auch wenn du bei einer Bestellung eine falsche Telefonnummer angibst mit 0151 vorne. Wo ich noch nicht mal glaube, dass du so doof gewesen bist, deine falsche Nummer, deine richtige Nummer anzugeben. Aber IP-Adresse ist gespeichert bei einer Online-Bestellung, Keule. Hast du wohl vergessen? Okay. Also wie gesagt, morgen. Du bist so dämlich, Keule.
So, Leute, ich muss jetzt einmal eben die Polizei rufen. Das wird jetzt eine Strafanzeige gestellt, weil ich habe gerade einen Leichenwagen vor der Tür, ist jetzt kein Witz. Und ganz viele Lieferdienste. Ich habe ganz viele Menschen unten gerade vor der Tür. Ich muss mich leider entschuldigen, ich habe jetzt einen Polizeieinsatz. Kein Witz, ich habe einen Leichenwagen vor der Tür. Kein Witz, Leute. Ohne Scheiß, ich mache euch gerne ein Foto. Ich muss leider den Stream beenden, weil ich muss eben Polizei rufen, die kommen jetzt gleich einmal. Und leider über das Lieferando habe ich auch gerade mit den Mitarbeitern gesprochen. Die Nummer wird rausgefunden, das gibt eine mega Anzeige. Sorry, Keule, du hast echt verloren. Tut mir leid, ich muss was klären, haut rein, ciao. Definitiv, Leute. Danke fürs Warten. Mega. Ich bin glücklich. Seht ihr das? Oh Mann. Oh Gott, Leute. Ihr glaubt gar nicht, was unten abging. Hammer. Aber wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, ich muss was regeln. So, also, schaut mal. Unten war gerade ein netter Polizeiwagen. Das kannst du jetzt auch sehen, der du das gemacht hast. Also, unten war gerade Polizei. Und, die waren jetzt die ganze Zeit unten. Also ich habe Polizei gerufen. Und mit denen habe ich mich jetzt ganz lange unterhalten. Okay. Für alle, die nicht wissen, was passiert ist. Ich hatte einen Lieferdienst nach dem anderen unten. Alle Pizzataxen von allen Städten sind gekommen. Aus allen Ortsteilen. Überall. Von überall. Hm? Die haben Wasserkästen angebracht. Die haben Pizzen gebracht. Und all sowas. Hm. Okay, und wie gesagt, in einer Tour hat ihr einen Pizzataxi. Es fing an, dass erstmal ein Taxi angestellt hat. Taxi wollte mich abholen. Und dann wollte mich das Taxi abholen, habe ich gesagt, ich habe kein Taxi bestellt. Dann kam der nächste Pizzataxifahrer. Dann kam der nächste. Dann kam ein China-Taxi. Dann kam noch ein Pizzataxi. Dann hat man einen Cola-Kasten gebracht. Und noch einen Kasten. Noch einen Kasten. Dann kam der nächste Pizzadienst. Und nun, jetzt kommt der Knaller, haltet euch fest. Glaubt er nicht? Ich habe einen Leichenwagen vor der Tür gehabt. Dieser Leichenwagen stand vor meiner Tür. Leute, dieser Leichenwagen wurde vor meine Tür gebracht. Guckt euch dieses Bild an, Leute. Ich habe gerade diesen Leichenwagen bei mir vor dem Haus stehen gehabt. Leute, wir reden vom Leichenwagen, Leute. So, und ihr habt da noch ein anderes Bild vom Leichenwagen. Der stand gerade vorm Tür. Und jetzt haben sich unten alle Betroffenen getroffen. Also alle Pizzadienste haben sich getroffen. Alle. Ich habe hier Lieferando-Nummern. Alles. Ich habe hier einen. Und ich, das Problem ist aber, ich habe auch die Gesichter der Anrufenden. Leute, ich habe auch, ich weiß auch, wer das ist. Wir haben hier sogar Fotos von denen. Darf ich jetzt hier nicht reinzeigen, das geht morgen zur Polizei weiter. Also wie gesagt, ich habe hier einen Lieferdienst nach dem anderen gehabt. Also wirklich in einer Tour, die sind hier auf und runter gefahren. Also jedes Auto war irgendein Lieferdienst. In einer Tour kam hier irgendein Lieferdienst, Duisburg, Düsseldorf, überall her. So, und dann habe ich nachher Polizei gerufen, mit der da seht, also mit derjenige, der das gemacht hat, auch weiß. Also von der Polizei wird jetzt Strafanzeige gestellt. Also die Polizei macht jetzt eine Strafanzeige. Das geht um mehrere hundert Euro Schaden. Leute, wir reden jetzt hier nicht nur von drei Pizzen. Manche Pizzadienste haben 50 Euro, 53 Euro Rechnungen gehabt. Und es geht jetzt hier letzten Endes richtig, und das waren ja Pizzadienste, Leute. Wären da normale Pizzafahrer. So, okay, auf jeden Fall, Polizei erstellt jetzt eine Strafanzeige, definitiv. Auch der Fahrer von, also die Fahrer, meisten Fahrer sind jetzt alle da gewesen. Und der Leichenwagenfahrer hat auch gewartet, bis die Polizei gekommen ist. Und alle Daten wurden jetzt übergeben. Und auch die Rufnummern wurden übergeben. Die IP-Adresse wird jetzt rausgeforstet. Auf jeden Fall, ja, es geht um Schadensersatzklage halt. Die einzelnen Fahrer haben jetzt alle ihre Rechnungen der Polizei gegeben. Also wie gesagt, wenn du das siehst, du hast echt einen Fehler gemacht, Onkel. Also wie gesagt, wurde jetzt alles der Polizei übergeben, die ganzen Daten. Also ihr könnt ja sehen, der schreibt auch gerade von den ganzen Lieferdiensten die ganzen Sachen auf. Und auf jeden Fall, die Kosten
werden jetzt natürlich von den Lieferdiensten jetzt nicht übernommen. Die muss jetzt derjenige, der es gemacht hat, natürlich bezahlen. Okay, wird auf jeden Fall mega teuer. Weil manche hat irgendwie gesagt 53 Euro, der andere 50 Euro auf jeden Fall. Es sind mehrere Rufnummern gewesen, von denen angerufen wurde. Blöderweise, das fand ich eigentlich ganz nice, haben wir ein paar Fotos auch von den Pizzalieferwagenfahrer bekommen, von den anzurufenden Nummern, wo die Nummern diejenigen, die angerufen haben. Da sind dann auch WhatsApp-Bilder und Hintergrundbilder zu sehen. Also ich habe hier, das darf ich jetzt nicht zeigen, aber ich habe hier ein Foto von einem jungen Mann in einem grünen Shirt mit einer, ich nenne mal nur die ersten Nummern, mit der 002 am Ende. Und da ist ein Shirt mit so ein grünes Shirt zu sehen. Mit einem. Auf jeden Fall, das gebe ich jetzt alles auch. Heute Morgen muss ich zur Polizei nochmal eben. Also die Fotos werden auch der Polizei übergeben. Ich habe ein richtiges schönes Selfie von der Person auch gemacht. Also von der Kamera, von dem Lieferwagenfahrer, der die Sachen auch mitbestellt hat. Da geht dann auf jeden Fall erstmal eine Strafanzeige raus. Die ganzen Lieferantenfahrer auf jeden Fall ist jetzt im Grunde, die Lieferantenfahrer haben alle Rechnungen der Polizei gerade übergeben. Auch wie gesagt, der Leichenwagenfahrer stellt eine Rechnung, die wird der Polizei übergeben und das wird in die Strafanzeige im Grunde mit reingesetzt. Ne? Das ist der Punkt, dann wurde es mit reingesetzt. Und alle Wagen hier sind alles nur Pizza-Taxifahrer. Ne? Wie gesagt, ja, tut mir leid, Keule, aber da hast du einfach ein bisschen zu viel Mist gemacht. Ja. Und ja, vor allen Dingen, ich frage mich, erstmal, wenn die meisten sind alles Internetbestellungen gewesen. Ne? Und die haben auch gesagt, ja, dann die werden sich jetzt mit Lieferando auch in Verbindung setzen, die Polizei. Und werden dann nachforschen, von wo das gesendet worden ist. Ne? Also wie gesagt, man hat ja eine IP-Adresse, von der das gesendet wird. Wenn ich von hier in Lieferando was bestelle und ich 16 Mal was bestelle und das im Grunde irgendwo falsch hingeht, dann kann Lieferando auch eine Strafanzeige stellen und dann guckt die Polizei, wer ist der Absender, welche IP-Adresse ist das gewesen und dann kriegt man dann halt den Absender raus. Ne? Also man ist nicht anonym, also das war wirklich dumm, muss ich ehrlich sagen, war richtig dumm. Und ich habe ja gesagt, ich kriege den. Und mit Hilfe der Polizei werden wir das jetzt auch machen. Also wie gesagt, ich habe ja euch ein Foto vom Leichenwagen gezeigt, nur ist ja jetzt nicht so, die sagt, ich habe auch gefragt, also wie gesagt, das ist der Leichenwagen vor meiner Tür gerade. Und ich habe ja gesagt so, hey, wie gesagt, er ist wirklich da gewesen. Und ich habe bei der Polizei angerufen, ich habe ein Problem, sagte ich, in einer Kur kommen irgendwelche Pizzadienste und jetzt habe ich einen Leichenwagen. Und die bei der Polizei meinte, bitte was? Ich so, ja, ist kein Witz, ich habe einen Leichenwagen vor der Tür. Da sagte sie, ja, da schicken wir jemanden rum. Und die haben jetzt auch die ganzen schon, ja, schon strafmündig. Und die haben auch halt die ganzen Daten halt aufgenommen. Und die werden jetzt jeder einzelne Quelle nachgehen. Von jeder Rufnummer, wo angerufen wurde, werden die jetzt eine Rückverfolgung auf die Person machen. Und dann wird dann diese Strafanzeige, sagte der Polizist, gestellt. Und ja, wie kann man, ich verstehe es nicht, sowas machen. Ich kann das nicht verstehen. Ich habe ja gesagt, dass ich ihn kriege und ich habe nicht zu viel versprochen. Wie gesagt, das ging direkt zur Polizei, da habe ich auch gar kein Problem mit, ja. Auch gar kein Problem. Und die waren jetzt ungefähr jetzt noch 40 Minuten oder so da und in einer Tour kam irgendwie noch ein Pizzadienst. Nur in einer Tour kam irgendwo ein Pizzadienst. Ich habe Gyros geschickt bekommen, Pizza. Hört sich jetzt lustig an, aber ja, tut mir leid. Also das läuft jetzt über eine Strafanzeige. Ich habe jede Rufnummer hier von denen, selbst mit irgendeinem Kind im Hintergrund, ein blondes Kind, wo die Endnummer eine 3-4 ist hinten, wo ich einen kleinen Jungen sehe hier auf dem Handy, der ein hellblaues Oberteil trägt, blonde Haare, der so in die Kamera kleint. Habe ich hier alles drin, alles da. Also ich habe jedes Foto, also von den Nummern, also auf jeden Fall. Bei einem hat eine Frau irgendwie, glaube ich, angerufen, kann auch sein, dass er sich da vertan hatte. Aber ich habe hier ganz viele Lieferando und der andere hat hier so die Haare so ein bisschen hoch. Und darf ich halt nicht zeigen. Und ein grünes Oberteil schaut ein bisschen am Polo aus. Ich denke mal vielleicht schon Mitte 20, Ende 20. Ja, Lebensmittelverschwendung finde ich auch ganz traumlich. Weil erstmal macht man sowas mit Lebensmitteln. Und ja, keine Ahnung, selber schuld, tut mir leid. Also wie gesagt, morgen muss ich diese Bilder von den Personen, die bei den Anrufen gewesen sind, mit übergeben. Und auch wenn das ein geliehenes Handy vom Freund ist, kriegen die es trotzdem raus, weil dann da auch wieder
auf jeden Fall eine Vorladung bekommt und die dann gefragt werden, wer denn das Handy hatte. Also egal wie, kommen sie da leider nicht mehr raus, auf jeden Fall. Tut mir echt leid für die Leute. Aber da wollte mir jemand ans Bein pinkeln, definitiv, aber ging leider nach hinten los, ne? Ging leider nach hinten los. Hat vielleicht nicht gedacht, dass ich die Eier irgendwie, in der Hose der Polizei zu rufen, aber mache ich sehr gerne bei sowas, weil da hört man mir Spaß auf letzten Endes, ne? Auf jeden Fall. Okay. Nee, wir haben Peace will immer meinen, auch wenn es im Internetcafé war, wir haben ja die Absenderrufnummern. Die haben uns die einzelnen Fahrer alle gegeben. Auch von den Handys und sowas. Also da haben wir alles auf jeden Fall. Auch Fotos und so haben wir schon, die übermittelt wurden. Ja, wie gesagt, wird alles auch von Lieferando, wird alles übermittelt, ne? Also selbst Lieferando, haben die mit Lieferando telefoniert. Die haben, da war ein Chef von der Pizzeria bei, hat auch die Daten übergeben und es wurde alles übergeben. Also da ist es halt, ne? Ja, da kann man nur Polizei rufen, ne? Wie gesagt, es geht alles über Strafanzeige jetzt. Also wie gesagt, ich ist jetzt nicht, dass ich den Leuten jetzt Angst machen will, aber die sollten wirklich jetzt mal ein bisschen schauen, wie sie das jetzt klären. Weil wie gesagt, ich habe hier einen riesen Einsatz unten gehabt. Es waren zwei Polizeibeamte da. Und waren super nett, die waren echt nett. Ich hätte denen beinahe noch einen Kaffee gemacht, weil die nachher auch schon ein bisschen gefroren haben. Danke, Brandy, danke für den sechsten Prime, für den sechsten Prime-Sub, ganz lieb von dir. Aber wie gesagt, wenn es nur eine Pizza wäre, Leute, habe ich ja kein Problem mit, ne? Oder zwei. Aber nicht, wenn dann irgendwie 15 oder so ankommen und aus verschiedenen Städten und dann noch in irgendeiner Weise, sag mal ganz fix. Warte mal ganz kurz. Mal ganz kurz gucken. Sekunde, bitte. Mir ruft eine an gerade. Bitte? Ja, hallo, Frau Liebenname. Warum auf mich hören, dass alle schön hören können, was ich gesagt habe. Okay, ich gebe deine Nummer auch weiter, ne? Oder möchtest du es erfahren? Sag's mir jetzt. Ich geb ja oder nein? Also ich gebe deine Nummer gleich der Polizei weiter. Pass mal auf, das war jetzt der Anfang. Das war jetzt dein erster Tag in meiner Welt. Und ich werde erst Ruhe geben, wenn du dich für deine Taten entschuldigst. Unser Meister will verhindern, dass du Seelen rettest. Wenn du Frauke noch einmal erwähnst, wird dein Kopf mit einer Axt gespalten. Hast du verstanden? Hast du verstanden, Glatzkopf? Okay, geh zur Polizei. Danke für den lieben Anruf. Danke dir. Okay, geht dann auch zur Polizei. Habt ihr mitgekriegt? Auf jeden Fall habt ihr mitgekriegt. Ich muss noch mal ein bisschen was klären wegen dem Drohanruf. Leute, wir quatschen morgen in Ruhe weiter. Und morgen geht's weiter, ihr Lieben. Habt euch lieb. Tschüss.